Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zu Let's Play Minecraft Pocket Edition. Tut mir leid, dass in der letzten Folge der Ingame-Sound fehlte. Der hat sich noch ein bisschen gefehlt. Ich hoffe, man hört ihn jetzt wieder. Ich weiß es gerade gar nicht. Sollte man eigentlich. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal vergessen, den Mute-Schalter am iPhone umzulegen. Ja, tut mir leid. Und es geht wieder weiter mit Minecraft PE. Ja. Dein Ernst, Creeper? Och, nee. Haben wir noch Wolle? Ich möchte jetzt langsam mal anfangen. Also ich nehme gerade das Video auf, während die letzte Folge noch nicht mal hochgeladen ist. Also, tut mir leid, falls ich jetzt noch nicht nichts berücksichtige, was ihr gesagt habt in der letzten Folge in den Kommentaren. Jetzt überlege ich nochmal den Boden mal jetzt erstmal nicht aus Wolle, weil das doch. Alter, das dauert viel zu lange, dass wir die Wolle zusammen haben, denke ich mal. Das ist gar nicht. Ich nehme da erstmal. Was nehme ich da? Wo ist Stein? Leute, falls. Ach, so. Falls jemand meint, wie kannst du den Go-Stein dafür benutzen? Wie gesagt, es ist Minecraft, man kann ihn immer wieder abbauen. Explodiert es aber nicht, oder? Nein! Nee, du machst Puff. Ich geh mal lieber weg. mit meinem Lager weitermachen. Geh runter. Kein Bock, dass der Creeper hier gleich Puff macht. Ja, falls ich mich nicht falsch habe. So, was ich jetzt machen wollte, wie gesagt, ich mache jetzt erstmal den Boden aus Moosstein. Darüber machen wir dann schön Wasser oder Lava. Aber Lava, da müssten wir erstmal eine Höhle vergehen. Ja, da können wir jetzt bitte nochmal in die Kommentare zuschreiben. Lava, Wasser, Lava, müssen wir in eine Höhle gehen, dauert ein bisschen länger. Oder Wasser können wir mal eben schnell holen. Schreibt das bitte mal in die Kommentare. Ich warte dann, bis ihr die Kommentare geschrieben habt, bis ich wieder aufnehme. Ja, so mache ich das. Ja, das kannst du mal wieder für Team ansprechen. Deutsche Bahn streikt wieder. Wie reicht das nicht? Nee, Leute, da benutze ich den auch nicht, den Motion, weil wenn der nämlich mal reicht. Oh, scheiße. Oh, nee. Oh, das ist doch doof jetzt. Dann nehmen wir irgendwas anderes. Oh, Mann. Dann nehmen wir Kies oder so. Einfach, dass man das erstmal nur. Ich möchte ja eigentlich Glowstone da haben, aber dafür müssten wir erstmal in den Nether gehen. Alter, kann ich nicht aussprechen. Da können wir eigentlich auch mal langsam reingehen. Ich meine. Ist er immer noch so wie damals, als wenn man da reingegangen ist, dass dann da dieser komische schwarze Block sich gebildet hat aus Obsidian, wo dann die Pigments da drin waren, die Zombie-Pigments, und wo man dann Rohstoffe bekommen hat. Ist das immer noch so? Schreibt das bitte mal in die Kommentare. Ich weiß es gar nicht. Oder gibt es hier schon richtigen? Nein, ich weiß das gar nicht. Ich hab schon lange nicht mehr verfolgt, die Updates. Oh nee, ich kann wieder hochlatschen. Oh nee, wir müssen den Creeper jetzt ja besiegen. Nee, ich hab keinen Bock. Nee, der macht gleich Puff. Oh nee, auch noch Nacht, ey. Ich hab keinen Bock jetzt da drauf. Einfach schon. Wie, du machst Puff. Noch alles heiliger. Puh. Wahrscheinlich können wir jetzt gar nicht pennen. Oh doch, wir können pennen. Ey, geil. Wo dein Creeper steht. Mensch, das ist ja nice. Ach übrigens, die 011 Beta 5 oder so habe ich jetzt auf dem Nexus installiert. Wir haben gerade den 23.04. Ihr seht das Video wahrscheinlich noch einen Monat später oder so. Also nicht wundern, falls jetzt auch schon für iOS, also oder falls die Version keine schon draußen ist. Auf jeden Fall, ja, ist jetzt die, habe ich die endlich installiert bekommen. Beta auf dem Nexus. Und ich habe auch einen Screen Recorder gefunden ohne Root. Nur auf dem Nexus ruckelt das sogar ohne Screen Recording. Also vom Nexus 7 2013, das ist am Ruckeln wie Sau. Wie Sau nicht, aber. Ich weiß nicht. Ich kann da mal eine Testaufnahme machen und die hochladen. Was will der denn? Hallo? Kann ich auch. Ich kann da mal eine Testaufnahme machen und die hochladen. Dann könnt ihr mal bitte in die Kommentare schreiben, wie ihr die Quali so findet oder ob das ruckelt oder stört oder nicht. Weil dann kann ich ja immer noch schauen, ob ich mit dem iPhone weiter aufnehme oder ob ich vielleicht doch mit dem Nexus mal aufnehme. Dann könnt ihr auch die neueren Versionen spielen. Aber was mir aufgefallen ist, in der. Hä? Nee, komm, wir nehmen jetzt diesen komischen Stein hier. Ich glaube, wir haben nicht mal genug Kies. Hallo, wie sind wir denn nicht? So, jetzt. Wenn wir ihn jetzt? Ja, dann geht das nicht. Ach, Inventar ist voll, Idiot. Ja, was ich sagen wollte, weiß ich nicht mehr. Ach, wir haben auch Glas im Inventar, wir können da schon mal mit anfangen, ne? Was ich sag, ach ja, genau. In der 011 Beta 5. Also Alpha 011 5. Ne, 011 0 Beta 5. Schnell weggehen, bevor das Viech explodiert. Geht jetzt überhaupt? Jetzt habe ich das Tor aufgelassen, toll. Ja, da ist mir Folgendes übrigens passiert in der Beta. Eine Map ist mit einmal weg.
Ich habe noch von jemandem gehört, dass es in der Beta 2 mal bei ihm so war, dass auch eine Map weg war. Ich habe die Beta 5 und eine Map fehlt mit einmal. Ich bin da drin gewesen in der Beta, bin aus der Map rausgegangen, dann war sie weg. Toll, ne? Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Ist der Bug irgendwie schon bekannt oder so? Also irgendwie, ich verstehe es nicht so ganz, irgendwie fehlt mir eine Map. Zum Glück habe ich auf dem Nexus, doch ich habe da schon Maps drauf, die ich, wo ich schon angefangen habe zu zocken, wo ich schon lange nicht mehr gespielt habe, aber schon angefangen habe, die ich auch nicht unbedingt verlieren möchte, aber zum Glück habe ich da eine Testmap sowieso gespielt und die war dann einmal weg. Also ich weiß nicht, ein bisschen blöd, aber da muss man drauf achten. Ich meine, es ist eine Beta von einer neuen Alpha-Version und wenn man da sich an Bugs stört, dann weiß ich auch nicht. Also ist eigentlich ist das voll verständlich. Aber was für mich immer noch nicht verständlich ist, ist, dass Mojang immer noch nicht die, immer nicht mal in der Beta-Phase von der Minecraft PE ist. Ich verstehe das nicht. Leute, ey, das Spiel, das gibt es jetzt schon seit 2012 oder sowas in der Alpha oder noch länger, ich weiß es gar nicht. Und wir sind immer noch in der Alpha. Ich meine, klar, es ist nicht einfach, sowas zu programmieren. Ich lerne jetzt Java übrigens und ja, einige sagen, oh, das ist das Einfachste von der Welt und ich sag, scheiße, ich muss erstmal reinkommen. Also ich verstehe schon, worum das da geht mit Variablen und hast du nicht gesehen. Also ich bin immer noch total am Anfang und brauche da auch richtig viel Zeit, bis ich das alles verstehe. Also das ist nicht mal eben, zumindest für mich, nicht mal eben so easy. Also ich habe schon Lust, das zu lernen, aber ja, gut, wenn ich das schon alles so sehe, dann könnte ich natürlich nachvollziehen, dass es nicht einfach ist, sowas mal eben zu programmieren, fertig zu programmieren, aber ich meine trotzdem, Leute, das ist jetzt schon seit 3 Jahren oder was weiß ich was, keine Ahnung, in der Alpha und immer noch nicht fertig. Also noch nicht mal in der Beta. Verstehe ich immer nicht. Das war doch Diorite jetzt, oder? Ich weiß es gar nicht. Jetzt Beta natürlich ein bisschen, auch toll. Können wir noch gar nicht anfangen mit dem Glas, auch das ist doch blöd. So blöd. Oh shit, ey. Haben wir nicht mehr davon? Ach, wir, ja klar haben wir mehr davon. Wie geil. Hängt die einfach mal an der Wand rum und ich sehe das nicht. Ich hab gedacht, jetzt müssen wir in eine Höhle gehen oder so, damit wir diesen komischen Dings hier rausgehen. Wir brauchen das ja alles später noch mit anderen Dings wieder zu, mit anderen Rohstoffen, mit anderen Blöcken, dass es wieder alles gut aussieht. Also jetzt bitte nicht dran stören, dass hier Lücken sind. Wie mache ich das jetzt wieder? Komm, nehme ich jetzt Erde. Ach nee, ich muss ja was wegschmeißen, stimmt. Musst du, ich baue die mir irgendwie hin, die schmeiße ich natürlich nicht weg. Ah ja, genau. Hat ja auch mal jemand geschrieben, ich soll mein Inventar mal aufräumen. Wieso laufe ich denn mit den so vor im Inventar rum? Ja. Stimmt, habt ihr schon recht. Habt ihr alle schon recht. Ich muss wirklich mal mein Inventar aufräumen. Das ist. Ich merke das jetzt nämlich gerade, da. Dann willst du was abbauen, hast keinen Platz mehr. Und ja, hat auch mal einer geschrieben, ey, wenn du jetzt mal in die Lava fällst oder stirbst oder was, dann sind deine ganzen Dias weg, die du dabei hast. Oder waren das Dias? Oder war das jetzt Eisen? Ich weiß nicht mehr, Dias habe ich ja gar nicht dabei. Irgendwas. Ja, Kohle, keine Ahnung. Stimmt, das wäre dann weg. Scheiße natürlich. Habe ich nicht, also muss ich ganz ehrlich sagen, ihr habt da vollkommen recht und tut mir leid. Ich muss unbedingt wirklich sehen, dass ich mal mein Inventar aufräume und mit so einem vollen Inventar mal loslaufe, weil da habt ihr vollkommen recht, das ist echt so bisschen, ja, voll. Aber Mensch, hat gereicht. Na, jetzt müssen wir schauen. Dann muss ich euch mal, warte mal ab, bis ihr in die Kommentare schreibt, wie wir das jetzt machen. Scheiß doch so. Brauchen wir später noch an, ne? Ja, dann muss ich, warte jetzt mal ab, was ihr in die Kommentare schreibt. Alter Scheiße, wie das jetzt aussieht hier, ey. Nee, nehme ich erstmal den Moofstein wieder mit. Ja, dann warte ich ab, was ihr in die Kommentare schreibt. Jetzt habe ich gerade voll im Blackout. Scheiße, nee, ne? Was wollte ich jetzt sagen? Achso, ja, genau. Ob Lava oder Wasser darüber machen wollen. Wasser, könnten wir jetzt eben hingehen. Wasser uns rausholen, rein da. Oder in eine Höhle wollen, Lava wollen und dann hier rauf die Lava. Und darüber dann Glas und. Oh, das wäre doch episch. Wie gesagt, ich habe nur ein bisschen Schiss, dass die Kisten abbrennen. Ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert. Aber ich denke mal, mit der Lava ist eine ganz gute Idee. Wie gesagt, ich weiß, haben schon viele geschrieben, ja, macht das mit Lava, ist doch voll geil. Aber wie gesagt, ich freue euch jetzt erstmal wegen der Zeit auch, dass wir da schneller vorankommen werden. Natürlich, wenn wir erstmal Wasser nehmen. Erstmal so zum Testen, wie das denn aussieht. Oder ob wir dann direkt schon Lava nehmen, dann dauert es ein klein bisschen länger, aber dafür ein bisschen gleich perfekt. Ja, wie gesagt, schreibt es bitte mal in die Kommentare nochmal. Und ja. Dann würde ich nämlich sagen, hier haben wir jetzt diesen Diorite-Kram. Darüber würde ich dann, wie gesagt, Lava oder Wassermann, darüber Glas. Und dann hier auch schön Glas hin, da schön Glas hin und da schön Glas. Und dann da so richtig auch geil die Kisten in die Wände reinmachen, so Kerben da, dass man dann hier so ein paar Dinger frei hat, wo dann die Kisten reinkommen. Und darüber ist alles nur Glas oder was weiß ich mal, Glowstone oder irgendwas. Das muss richtig geil aussehen, ey. Aber wie gesagt, ich warte nochmal auf eure Kommentare, was ihr dazu sagt, Lava oder Wasser, was wollen wir immer. Ich denke mal, ihr werdet sowieso wieder alle Lava sagen, aber ich meine ja, wie gesagt, um das schneller erstmal hinzukriegen, würde ich das mit Wasser machen. Damit wir erstmal sehen, wie das dann aussieht, aber wie gesagt,
falls ihr das alles direkt schon in Lava haben wollt, könnt ihr alles schreiben. Alter, dieser scheiß Creeper, der nervt langsam. Du machst hier noch Puff. Oh nee, jetzt krieg ich den nicht mal, ey. So, jetzt ist er endlich, Geschichte, der Creeper, ey. Okay. Ja, tut mir leid, die Folge ist so ein bisschen kurz geworden. Ich weiß nämlich jetzt nicht, was ich sonst machen könnte. Fehlt auch schon wieder ein bisschen Motivation, weil ich wollte wieder eine Folge raushauen. Ja. Ja, tut mir leid, nur 10 Minuten oder was weiß ich, aber ist leider jetzt ein bisschen so. Wir werden dann auf jeden Fall in der nächsten Folge ja das machen, was ihr wollt. Also ich meine jetzt so mit Lava oder Wasser da rein. Wenn Lava, gehen wir in eine Höhle, suchen Lava, machen wir eine richtig geile Mega-Höhlentour. Oder wenn ihr Wasser wollt, dann nehmen wir erstmal Wasser und machen dann nämlich, wenn wir Wasser da haben, dann können wir da drunter auch... Dann wäre es natürlich mit Glowstone geil, wenn wir keine Lava machen. Wäre es natürlich geil, wenn wir den Boden aus Glowstone machen, weil eigentlich ist es ja scheißegal, wenn wir Lava dahin machen, dann kann das ja sonst was ein Stein sein. Hauptsache, das brennt da drunter nicht ab. Wenn das jetzt Wasser ist, dann würde ich sagen, dass wir da drunter irgendwie Glowstone da irgendwas hinmachen. Ja, das wird doch geil aussehen dann. Wie gesagt, Wasser oder Lava. Wasser können wir ja eben so holen. Aber dann ist natürlich auch wieder das Problem, wie gesagt, mit dem Glowstone, den müssen wir uns später holen. Den Steg hier könnte ich mal weiterbauen. Wir haben nämlich eigentlich ja genug Holz. Oh, Sonne geht schon wieder runter. Hallo, Bordau. Gehe ich jetzt erstmal pennen. Das mache ich nochmal in den Steg bis da hinten hinbauen, dass wir da mal so einen kleinen Weg haben. Und danach beende ich die Aufnahme erstmal. Ja. Hallo. Ach nee, ich muss ja erstmal hier schnell Moosstein wieder reinpacken. Oh nee, ist das dein Ernst? Was ist das denn jetzt für ein Scheiß? Ja, Bi ist gecrashed, bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Und jetzt sagt mir. Nein. Fehlt er das nicht übernommen? Es wird noch Nacht. Ich weh, der hat das jetzt nicht übernommen. Wieso ist die Bier denn jetzt gecrashed? Na toll, tolle Wars, ey. Da muss ich jetzt mal eben kurz nachschauen. Creeper ist zumindest nicht da und es sieht alles noch normal eigentlich aus, aber wir sind halt wieder woanders da, wo wir zu Anfang auch waren gespawnt. Oh, jetzt gespeichert. Puh, ich hab grad schon echt einen Schreck gekriegt. Weil der SP ist einfach mal gecrashed. Das gibt's ja überhaupt nicht, ey. Ja gut. So, will ich mal sagen, ich würde das ja eigentlich in die Kiste legen, den Moosstein, mach ich jetzt auch. Zack. Und, was habe ich jetzt, wo reingelegt? Jetzt ist hier wieder irgendwas gerade durcheinander gekommen. Toll. So, mach ich jetzt hier, craft ich mal eben kurz aus dem Oak Log, craft ich mal eben Wooden Planks 24, ich weiß nicht, ob das reicht, aber schauen wir mal. Boah, ich steg mal eben fertig. Hui. Ah ja, ein Dreiersteg war das ja, glaube ich. Ein Dreiersteg. Jetzt habe ich da natürlich Holz hingebaut. Scheiße. Muss man wieder abbauen. Zack, 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 zack. Und zack. Und jetzt machen wir mal irgendwie so. Das war blöd unter Wasser. Nee, ich brauche ja gar nicht unter Wasser. Ich kann das ja auch. Schon mal wieder hoch. Ich kann das ja eigentlich auch so, glaube ich, machen. Ja, genau, da brauche ich nur daneben. Ach, das ist immer nur so verbuggt. Ich weiß gar nicht, was in der 011 jetzt eigentlich mal weg ist mit dieser Bug, dass man hier, wenn du hier nämlich jetzt den Block setzen willst, wenn du so am Rand bist und willst dann deinen Block hinsetzen, dann setzt er den immer irgendwie anders. Oh nee. Scheiß drauf, ich lasse das Holz da jetzt drin. Wieso geht das jetzt nicht? Warum geht das jetzt nicht? Alter. Meine Güte. Oh ne, Alter, ey, ich raste gleich aus. Ey. Nein, was habe ich jetzt? Habe ich jetzt Flint in Steel gemacht? Nein! Alter, bin ich blöd. Oh nee, ne. Jetzt hab ich jetzt ernsthaft. Oh nee, da sind zwei Feuerzeuge im Metall. Ich fasse es nicht. Oh ey. Alter, was ist denn los? So, brauchen wir noch schnell einen scheiß Block ab hier. Nee, ey. Brand hat's mal richtig verkackt. Jetzt haben wir hier. Jetzt haben wir hier Feuerzeuge, zwei Stück im Inventar. Können wir gleich einen Stück wieder abfackeln und neu bauen. Hahaha. So, da könnten wir auch noch irgendwie Zäune hinmachen oder so. Dass mir da nicht so ins Wasser fällt. Und ja, dann sag ich mal erstmal danke wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Und ja.